Heliodor. Heliodor ist ein Mineral, ein Heilstein. Heliodor wird in der Edelsteintherapie angewendet. Heliodor ist eine Variation des Minerals Beryl, wird auch als Goldberyl bezeichnet. Heliodor hat bestimmte Ähnlichkeiten wie der Smaragd, hat aber seltene Einschlüsse. Heliodor hat als Farbe eben gelb bzw. goldgelb. Heliodor findet man vor allem in Sri Lanka und Südwestafrika. Auch in, ja, man kann Heliodor verwenden als Schmuckstein, man kann ihn aber auch verwenden als Heilstein. Heliodor wurde schon vor Christi Geburt als Schutzstein bezeichnet und als verjüngender Heilstein. Die Griechen nannten Heliodor als Geschenk der Sonne. Daher kommt auch der Ausdruck Heliodor. Helios heißt Sonne und Doron heißt Geschenk. Heliodor, Geschenk der Sonne. Die Griechen glaubten, dass Kraft und Wärme der Sonne im Heliodor sich manifestieren. Und so gilt Heliodor als verjüngender Heilstein. Heliodor hat verschiedene Farben, er ist normalerweise gelb, aber er kann bis ins Blaugrüne gehen. Heliodor ist einer der wichtigsten Heilsteine. Heliodor ist ein Schutzstein und er ist ein verjüngender Heilstein. Er wurde schon früher eingesetzt für Verjüngung, also dafür, dass man sich jünger fühlt, dass man mehr Ausstrahlung hat und dass man einen flexibleren Verstand hat. Heliodor soll auch dazu helfen, bei Planungen und Verhandlungen und bei geistigen Tätigkeiten einen klaren Kopf bewahrt. Unter großem Druck soll man mit Hilfe von Heliodor vieles leichter ertragen. Heliodor schenkt auch Lebensfreude und Ausgeglichenheit. Heliodor wurde auch von Hildegard von Bingen sehr geschätzt und sie hat auch empfohlen, dass man Heliodor in Quellwasser schaben kann und gleich trinken kann und auf diese Weise sich neu regenerieren kann. Man kann Heliodor auch immer wieder aufladen und entladen. Man kann zum Beispiel Heliodor über Nacht in eine Schale mit Hämatit-Trommelsteinen aufbewahren und so wird er aufgeladen. Man kann ihn auch einmal pro Monat durch leichtes Reiben unter fließendem Wasser wieder entladen und indem man dann ein Bergkristall neben ihn legt oder in das Kristallwasser hineingibt, wird Heliodor wieder neu aufgeladen. Heliodor als Sonnenstein hat auch etwas mit Solarplexus zu tun. Und so kann man Heliodor zum Beispiel in der tiefen Entspannung auf den Solarplexus legen. Man kann Heliodor auch als Anhänger direkt am Körper tragen. Man kann Heliodor auch über dem Herzchakra anwenden. Heliodor kann man auch nutzen, um Edelsteinwasser herzustellen. Das nennt sich dann Heliodorwasser. Man kann auch meditieren mit Heliodor. Zum einen kann man einen Heliodorstein in die Hände nehmen bei der Meditation. Man kann einen Anhänger mit Heliodor über Herzchakra oder Nabelchakra geben. Oder man kann auch einen Heliodorstein auf den Altar legen und damit zu Beginn der Meditation Tratak üben, also den Heliodorstein anschauen. Heliodor soll helfen, auf diese Weise mehr Strahlkraft zu bekommen.